Einen 29. Februar, so wie heute, gibt es nur jeden 1461. Tag, also alle 4 Jahre. Bei Personen ist es eine Person aus 2000 Personen, die eine seltene Erkrankung hat. Und genau diesen Personen gehört der heutige Tag. Das Recht auf bestmögliche Behandlungen ist natürlich auch im Bereich der seltenen Erkrankungen verwirklicht, auch wenn die Medizin, das Gesundheitswesen letztlich unter einem großen Kostendruck steht, ist es eigentlich ständige Rechtsprechung, dass jeder Patient, jede Patientin genau dieses Recht hat. Und das kann man auch im Prozessweg durchsetzen. Ein Wunsch, den ich mitgeben würde, also ganz ein Riesenwunsch, dass ein Bewertungsboard super toll ist, aber dass man die Experten, Expertinnen, die Betroffenen, die Selbsthilfegruppen unbedingt zentral einbinden muss. Und die müssen ja nicht immer die sein, die entscheiden, aber die sind die, die einem nennen, wer vielleicht ein unabhängiger Experte wäre und den kann man zuziehen. Und die gehören von Kindern und Erwachsenen rein. Die Hauptchance liegt meiner Meinung nach für seltene Erkrankungen darin, dass wir die Daten international miteinander verbinden können. Das setzt natürlich voraus, dass wir in Österreich einen brauchbaren Datenraum für Gesundheitsdaten haben, damit einerseits die Forschung gefördert werden kann, Innovation vorangetrieben werden kann, Therapieentwicklung verstärkt stattfinden kann und letztlich dient es auch, um die Versorgungsleistungen zu verbessern, zum Beispiel durch den Zugang zu Versorgungsleistungen im EU-Ausland. Das Bewertungsboard ist ein Instrument, von dem wir uns versprechen, dass wir mit hoher Expertise eine Einschätzung vornehmen, ob und wie groß der Zusatznutzen von etwas Neuem ist. Wir haben die Einschätzung, dass nur sehr wenige dieser sogenannten hochinnovativen Therapien wirklich innovativ sind. Und das wird eine der Aufgaben des Bewertungsboards sein. Also feststellen, was ist der Zusatznutzen und natürlicherweise festlegen, Richtlinien bzw. Algorithmus, welche Menschen damit behandelt werden sollen. Ich würde sehr, sehr gerne umsetzen, dass zum Beispiel Patientinnen und Patienten, denen das passiert, sich A zu trauen, zum Arzt zu gehen. Man ist genauso ein Patient wie alle anderen auch und hat Anspruch darauf, möglichst beste Diagnostik zu bekommen, möglichst kurze Zeit zwischen Diagnostik und einer Heilungschance, einem Medikament, einer Therapie, dass man versteht, dass da ganz schnell in der Sekunde Nöte auftauchen, von denen der Otto-Normalverbraucher, der ins Krankenhaus geht, keine Ahnung hat.